Zurück bei The Legend of Zelda: The Wind Waker HD im heutigen Part Bosszeit. Ich hoffe, es ist Bosszeit. Hier können wir uns noch ein paar Herzen farmen. Obwohl, da kommt gleich noch ein Raum vor der Dingstür, vor der Bosstür, und deswegen gehen wir einfach mal weiter. Im letzten Part haben wir ja den Dungeon hier großartig erkundet und wir sehen hier, es ist schon schön eingerichtet. Da haben wir auch den gelben Bottich. Okay. Der versperrt ist mit schönen kleinen Stücken von. Ja, Holz, den wir jetzt einfach abfackeln, ne? Packen wir das einfach ab. Eben. Packen wir die auch einfach ab. Natürlich, warum nicht? Davon haben wir auch nicht genug gehabt. No, ich wollte eher ein Herz haben. Oh, eine Fee, das wäre jetzt echt cool. Ja, wenn ich... Wenn ich sage... Um mich, ich hoffe, da kommt jetzt gleich noch eine Fee. Das wäre voll cool. Dann würde ich nämlich eine gerne fangen, weil sicherheitshalber, obwohl ich habe ja, weil ich mal gerade überlege, dieses scheiß Glühwürmchen hier, kann ich einfach mal rauslassen. Ich weiß nicht, was das bringt, aber es macht Licht. Wunderbar. Wunderschön. Wow. Echt unglaublich. So. Hier haben wir einen Rubin. Sag mal, nicht die einzige Fee, die ich hatte, habe ich, getötet. Sag mir jetzt nicht, die einzige Fee, die da drin war, habe ich getötet. Oh, beziehungsweise verschwendet. Bitte nicht. Mein Gott. Hallo, Slime. Hier auch noch. Komm. Sei kein Feigling. Komm raus, komm raus. Danke. Voll dämlich, eigentlich hier noch Bosse einzubauen. Also kleine Gegner. Sag mal, ihr wollt mich echt verarschen, ne? Die einzige Fee, die hier drin war, die habe ich natürlich verschwendet. Kann ich eigentlich, wenn ich hier rausgehe, dann kommt ja alles wieder, ne? Ja, Tatsache. Da war jemand sehr fleißig und hat alles wieder hingetan. So, hier war ein Rubin. Na! Ich möchte gerne die Fee haben. Verständnisvoll, weil ich ein Idiot bin in den Legend of Zelda Spielen. Aber dazu muss sie erstmal kommen. Beziehungsweise darf nicht eingesammelt werden direkt. Ja, ich hab sie. Die kleine traurige Fee ist in der Flasche gefangen. Oh, sie ist so traurig. Oh, warum drücke ich Pause? Ich wollte eigentlich das Inventar öffnen. So, ihr kommt jetzt erstmal ins Grobinventar. Dass ich die nicht aus Versehen einsetze. Und dann geht's rein ins große Final. Ja, in den großen Finalraum dieses Dungeons mit einem Boss. Was? Ach, guck mal, das ist der Markus, oder wie er hieß, ne? Hallo, Marco. Oh, du bist fett. Hi! Was? Du hast Markus getötet. Oh je. Okay. Das kann eventuell ekelhaft werden. Aber was macht es da? Eventuell habe ich ein Schema schon entdeckt. Aua! Da oben eigentlich irgendwas? Nicht, was sich direkt wieder nachbildet, ne? Ich habe so ein Gefühl, das bildet sich immer direkt nach. So, komm, grab mal wieder unter. Da ist noch eins dran. Ja, ist noch eins dran. Nein. Ja, du blöde Pflanze. Aua. Hallo? Das tat weh. Aber ein Schema entdeckt.
Auch wenn ich ein bisschen Sorge habe. So. Ah, jetzt kommen sie auch noch hinterher, genau. So, komm, mach einfach durch. Krieg ich eigentlich hier irgendwo auch Herzen her? Weißt du, hier haben wir diesmal echt Herzen. So. Sind die jetzt wieder nachgespawnt? Ich weiß es nicht. Ich achte so wenig darauf. Und die Steuerung des Gamepads lässt mich gerade ein bisschen im Stich. Sag mal, wo ziehst du eigentlich hin, Link? Du hast irgendwie gerade einen festen Anvisierungspunkt, ne? So. Mal los. Sehr schön. Komm. Kann auch nicht mal so lange dauern, bis das Ding runterfällt. So. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich zu lange brauche, dann spawnen die ganzen Dinger nach. Muss ich einfach mal beeilen, so. Und dann wieder angreifen. Ja, das macht nichts. Das stehe ich durch. Zieht nur ein Herz ab. Hier wächst eh ganz viel Herz. Und das ist gut. Also beziehungsweise hier wächst ganz viel Gras. Das ist gut. So kann man sich wenigstens ein bisschen regenerieren. So. Weg damit. Warum auch du mal nicht getroffen hast, blödes Teil. So. Aber... es läuft gerade ziemlich gut eigentlich. So, komm. Letzten? Ja, die letzten. So. War's das schon? Und das war ja richtig einfach. Das war ja richtig einfach. Mein Gott. Ich habe vorher was Schweres erwartet. Das war ja richtig einfach. Na, Markus. Oh, Markus. Wie heißt es nochmal? Warst du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Als ich mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ah, aber wie bist du denn bisher gekommen, mein werter Freund? Was? Ein Dekoblatt? Aber ja doch. Heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen. Aber wir sammeln erstmal das Herz ein, denn jetzt sind wir noch herziger und mächtiger. Und meine Herzleiste ist jetzt nun so groß wie die Energieleiste. Ich bin gerade stolz auf mich, ja. Das habe ich ziemlich gut hingekriegt eigentlich. Na, kleiner Markus oder Markus oder wie du auch immer heißt. Plupp, bist du auch weg, der kleine fette Mann. Der Dungeon wäre geschafft, das ist kein Problem gewesen. So, haha, guck mal, wie glücklich der ist. Oh, Markus, du bist wohl auf zurückgekehrt. Ja, es tut mir ja so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Ja, gräme dich nicht mehr, Markus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich versprochen habe. Er schüttelt den Baum. Wow. Und da kommt es runtergeflogen. Yes. Das zweite von wie vielen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Farore Diamant erhalten. Du hast ihn vom Dekobaum, dem Terra-Hüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Dämon dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Markus, weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel.
Du hast recht, wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle warten lassen, dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann, beginnen wir. Werter Freund Masa, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Da fliegen ja alle. Dekebaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und leb wohl. Und dir auch ein gutes, auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss. Verzieht euch. Ihr geht mir auf den Sack. So viel Text zum Lesen. Nerven. Oh, kein Bock. So. Und ja. Ohne Verabschiedung. Fällt mir ein. Der spielt immer noch so eine kleine Geige da. Fällt mir ein, was ist eigentlich mit dem hier jetzt? Hallo? Ich danke dir wirklich vielmals, dass du Markus gerettet hast, werter Freund. Mein Name ist Payenus. Und ich habe mich ganz der Herstellung von allerlei Tränken aus Früchten des Waldes verschrieben. Ich wünschte, ich könnte dir einen nützlichen Trank schenken, aber leider habe ich hier nur Tränke, die ausschließlich bei Crocs Wirkung zeigen. Halt, da fällt mir was ein. Sobald du dir magische Energie angeeignet hast, werter Freund, wirst du sicherlich einen Trank brauchen, um diese Zeiten wieder aufzufrischen. So einen kann ich dir gewiss brauen, vorausgesetzt, ich habe die nötigen Ingredienzien. Versteht sich, ne? Tja, der Haken ist nur, dass es in diesem Wald leider keine Ingredienzen gibt, die man zur Herstellung eines solchen Tranks braucht. Hätte ich allerdings den Samen dieser dämonischen Pflanze, die zuhauf im verbotenen Heil wachsen, sähe die Sache schon wieder ganz anders aus. Kannst du mir folgen, werter Freund? Ja, kann ich. Kann ich jetzt da hochklettern? Nö, kann ich nicht. Ich dachte dir... Ich danke... Boah, jetzt laberst du mich wieder dazu, ne? Ach so. So, wo haben wir sie denn jetzt? Ich muss mal kurz gucken, wo wir die Pflanzen haben. Ich glaube, der meinte die hier, ne? Aber auf R und hier. Hier? Oh, heilige Wurzelknolle! Das ist doch eine Plantagranda-Samen. Das ist es. Genau das benötige ich, um dir einen Trank zu brauen, mit dem du deine magische Energie wieder auffrischen kannst, werter Freund. Oh, dummerweise hast du keine... Ach, schenk mir eine. Schenk mir einfach eine. Warum nicht? Ich meine, hallo? Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal wieder raus, ne? Weil viel, viel mehr daneben gehen kann ja nicht. Und kommen die Oktopus eigentlich wieder? Alter, es geht. Wow, das ist ziemlich Zeitersparnis. Auch wenn ich mich aus dem Blick verloren habe, wo ich genau bin. So, wo ist mein Freund, das Schiff? Hallo? Lass mich mal in Ruhe. Hallo? Was ist denn mit dir? Guten Morgen, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr Brief, erster Brief. Lieber Masa, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einen Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch einen Blick hinein, bla 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 bla. Und bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Ja, ja, oh Gott. Ach, wir kriegen ein Item. Oh! Bla bla bla.
Dann wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen? Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder erstarken zu lassen. Masa, der letzte Diamant verbirgt sich noch nordwestlich von hier. Verliere keine Zeit, setze sofort Kurs. Einen Moment, dann machen wir mal kurz den Wind dahin. Zack. Und das altklassische Lied. Oh, Nordwesten. Das war ja echt praktisch. Das war ja schon soweit, ne? Okay, dann lass mich aufsteigen. So. Gut, dann geht es heute noch in den Part, auch wenn er wieder übernatürlich lang wird, zur letzten Insel. Eine schöne kleine Seefahrt. Vielleicht treffen wir unterwegs wieder auf irgendwas, was wir benutzen können. Wäre auf jeden Fall toll, ja? Also das hatten wir ja schon ein paar Mal, wo wir diese kleinen Türme da gesehen haben. Vielleicht treffen wir wieder auf sowas. Ansonsten, die Insel, die wir gerade suchen, ist ein bisschen weit weg. Warum fahre ich eigentlich so? Warum fahre ich nicht so? So, ich fahre jetzt einmal kurz zu diesem Turm da und dann ändere ich meine Luftrichtung. Denn ich hatte zwar Nordwest eingegeben, aber irgendwie ist Nordwest nicht das, was es scheint. So. Da ist eine Kiste oben. So weit weg wollte ich jetzt auch wieder nicht. Schiff, halt an! Nein! Ich will runter! Ich will runter! Danke. So. Schießt du ruhig mein Schiff an, da habe ich kein Problem mit. Hat eh unendlich KP. Das ist... Als wir gar nicht hochkommen, ey. Ist nur ein Schiff. Morgen! Na, alles fit bei dir? Tschüss! Und bei dir auch? Alles fit? Hast schön geschlafen, ne? Dann brauchst du bloß nichts erfahren lassen, ne? Hier war ich schon? Oh je. Das ist traurig, dass ich hier schon war. So, einen Moment kann ich... Ich muss mal kurz gucken, ob ich den Wind ein bisschen umändern kann. Zack. Wäre mir auf jeden Fall angenehmer. Oh, es sieht aus, als wenn es regnen würde. Mann, ich wünschte, das Ding hier hätte ein Haus. Das wäre voll cool, ja? Dann müsste ich beim Regen nicht unbedingt so im, ja, nassen rumplätschern. So. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr nach Regen aus. Noch regnet es jetzt im... Oh, doch, regnet es schon? Ich kann es gerade nicht erkennen. Es sieht auf jeden Fall... Ja, doch, es tropft. Es regnet. Yay, wir werden nass. Schiff, beeil dich! Nimm mehr Wind auf und so. Ist das gewittert? Es wäre voll cool, wenn es mal gewittern würde. Wir haben noch 4 Kartenfelder vor uns auf unserer Reise. Was ist das denn? Das sieht etwas sehr Interessantes aus. Was soll das sein? Was soll das für eine Insel sein? Sieht hier wichtig aus? Nö, sieht nicht. Obwohl, doch, sieht wichtig aus. Dreh um, Schiff! So. Bis gleich. Mal kurz gucken. Vielleicht kriegen wir ja heute noch unser, ja, 4. Herzzeichen. Das wäre voll cool, ja. Selbst wenn ich dafür 100 Rubine zahlen müsste. Das wäre voll cool. Aber was ist das hier? Voll die Luxusinsel, ey. Alter. Das hier ist die Villa der ehrenhaften und bezaubernden schönen Madame Marie, Lehrerin im Portemonnaie. Unbefugten ist der Zutritt strengsten untersagt, der Verwälter. Der Verwälter. Ja, ist mir scheißegal. Weg damit. Jetzt krabbeln wir erstmal hier unter. Sehr schön, hier kriegen wir nämlich ein paar Rubine. Ich hoffe, wir kriegen nur mehr als nur einen Rubin immer pro Viertel. Ja, kriegen wir. Gut. Sogar ziemlich viel. Ja, Frau Portemonnaie oder Frau Marie. Pass mal lieber auf, dass du nicht so viele Rubine auf den Boden schmeißt. Dann verlierst du auch nicht so viel. Hast ja gesehen, was daraus passiert ist. So. Steht da jemand? Da steht jemand. Hallo? Potz, Blitz, eine Möwe, 2 Möwen. So viele Möwen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sollte man unbedingt sein Auge davon wegnehmen.
Nehme er seine schmutzigen Finger von meiner Klinke, der unverfrorene Lümmel. Diesen Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herrin betreten. Hinfort mit ihm. Er ist hier nicht willkommen. Und doch gibt es vielleicht irgendwo einen Eingang? Nein. Obwohl. Hier vielleicht hinter irgendwie? Mein Handy andauernd blinkt. Das wundert euch nicht, was ihr da die ganze Zeit im Hintergrund hört. Tschö. Alter, das ist aber ein richtig krank, ey. Da hat jemand auf ziemlich viel Geld investiert, ne? Ziemlich viele Rubine und so, ne? Schnickschnack. Der Wasserfall ist ziemlich verdächtig. Nein. Da ist aber nichts, okay. Was ist das? Der Baum ist verdorrt. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt haben wir eine schöne Fee und die müssen wir jetzt direkt opfern, damit wir eine Flasche haben. Das ist natürlich echt freundlich. Aber ich will den kleinen Typen helfen. Ja, hallo, Fee. Ich habe dich wieder freigelassen. Ich habe Wasser! Hier hast du Wasser, kleiner Mann. Wird. Reicht das nicht? Brauchst du noch mehr? Du brauchst mir jetzt nicht immer die Nachricht sagen. Das ist... So. Der Baum ist verdorrt. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es dir ergangen? Ich bin auf diesen Baum gekommen, um die Saat des Dekobaums zu sehen, aber sie selbst. Normalerweise schießen die tantopischen Bäume nur so in die Höhe. Doch wie du sehen kannst, ist er völlig verdorrt. Ich befürchte, die tantopischen Bäume meiner Freunde sind ebenfalls verdorrt. Aus irgendeinem Grund scheinen die tantopischen Bäume aus der diesjährigen Saat nicht zu wachsen, sondern alle zu verdorren. Was sollen wir bloß machen? Wenn es uns nicht gelingt, die Bäume zu wachsen zu bringen, dann wird der Dekobaum verdorren. Oh Gott, nee. Wasser aus den... Du willst mich doch verarschen? Ich fahre jetzt nicht hin zurück. Nö. Leck mich am Arsch. Das ist meine Antwort darauf. Sorry, wenn ich jetzt so sage, aber das ist meine Antwort darauf. So, Leute, ich wollte zwar unbedingt mit euch noch nach Dings fahren, zur nächsten Insel, aber der Part ist jetzt lang genug. Wir können nochmal wieder ein bisschen kürzer treten. Ich danke fürs Reinschalten. Vergiss nicht zu kommentieren, favoritisieren und etc., wenn ihr machen wollt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Reinschalten und Masa la vista, Baby.